Tja, und bei mir im Studio jetzt der Mann, der sich hier im ZDF wohl am besten auskennt mit den Hintergründen des Terrorismus, Elmar Thewissen. Wir haben es gesehen, auch in Deutschland sind die Menschen natürlich beunruhigt. Wie und von wem, wie funktioniert das? Von wem wird denn entschieden, wann wir sozusagen Angst zu haben haben? Also wann müssen wir Angst haben? Also das Bundeskriminalamt, das fertigt einen Bericht an und zwar immer kontinuierlich auf dem neuesten Stand. Und alle Behörden in Deutschland, alle Landesbehörden, alle Bundesbehörden liefern Informationen zu für diesen Bericht. Welche Erkenntnisse haben Sie in dem jeweiligen Bundesland? Was weiß der Verfassungsschutz? Was weiß jeweils das Landeskriminalamt? Und aus diesen Zulieferungen wird dieser Bericht erstellt. Dann kriegt man einen ganz guten Überblick über ganz Deutschland. Und dann berät man sich eigentlich auch ständig. Einmal in der Woche ist aber eben so eine Lagesitzung, bei der man dann auch über den akuten Gefährdungsstand spricht. Und dann wird eigentlich gemeinsam entschieden. Aber das Bundeskriminalamt hat die Federführung. Aber so alles wird da ja auch nicht an die Öffentlichkeit dringen, oder? Nein, diese Berichte sind natürlich geheim. Die werden dann wiederum, diese Lageberichte, an die Bundesländer auch weitergegeben. Hin und wieder gerät mal was an die Öffentlichkeit. Aber eigentlich sind die Inhalte geheim, weil da stehen dann eben auch Hinweise drin, von denen man nicht 100% weiß, sind die belastbar. Aber wenn sie öffentlich würden, könnten sie entweder Menschen tatsächlich sehr verunsichern oder könnten auch dazu führen, dass laufende Operationen gefährdet werden. Also die Behörden versuchen immer, ein genaues Bild zu zeichnen. Und wenn es wirklich eine akute Gefährdung ist, dann gehen sie von sich aus auch an die Öffentlichkeit. Mhm. Aber so ganz genau weiß man ja nie, wie akut die Gefahr in Deutschland tatsächlich ist. In Belgien gilt die Terrorwarnstufe 4, die höchste. So was gibt es in Deutschland nicht, diese Warnstufen. Ja, da hat man lange drüber nachgedacht. In Amerika gibt es ja so eine Farbkodierung, welche Terrorwarnstufe, welche Farbe. Das hat man in Deutschland bewusst nicht gemacht. Weil wenn sie die Terrorwarnstufe erhöhen, dann werden die Sicherheitsmaßnahmen entsprechend verschärft. Dann müssen sie aber irgendwann auch mal wieder runter in die tiefere Warnstufe. Und das sendet ein Signal aus, Entwarnung, ihr könnt euch zurücklehnen oder Ähnliches. Und wichtig ist gerade beim Terrorismus, dass man die Aufmerksamkeit behält. Deswegen gibt es diese Warnstufen nicht. Und die Bundesregierung und auch die Sicherheitsbehörden sagen immer, es gibt eine akut hohe Gefährdung in Deutschland. Keine konkreten Hinweise, aber man muss aufmerksam sein. Wie schätzen Sie das ein, Herr Thewissen, die nächsten Tage? Das Osterwochenende steht vor der Tür. Zwei Fußball-Länderspiele stehen vor der Tür. Inwieweit sind die Sicherheitsmaßnahmen verschärft jetzt für die nächsten Tage? Ja, wir werden sicherlich eine erhöhte Polizeipräsenz sehen. Natürlich an allen Bahnhöfen, an den Flughäfen, sicherlich teilweise auch an den Grenzen in den nächsten Tagen. Aber man muss noch einmal klar sagen, die Gefährdung ist momentan konzentriert sehr auf Belgien und Frankreich. Das schließt ein Risiko für Deutschland nicht aus. Und natürlich wird man intensiv auch die Großereignisse wie die Fußballspiele im Blick haben. Nach jetzigem Stand, das ist der Stand, den wir heute haben, gibt es keine Hinweise, dass da etwas geplant sein könnte. Aber das wird, wie eingangs gesagt, kontinuierlich jeden Tag neu bewertet. Vielen Dank für den Moment, Elmar Thewissen. Und liebe Zuschauer, wir halten Sie auch weiterhin auf dem Laufenden, natürlich in der 19 Uhr heute Sendung sowie in einem anschließenden ZDF-Spezial um 19.20 Uhr.